Was für ein wunderschöner Sonntag, an dem ich ganz viel vorhabe. In Berlin-Kreuzberg genießen Tim Rütten, Malte Kuhl und Lorenz Carstensen ein ausgelassenes Frühstück. Werbetexter Tim ist erst kürzlich in die Wohngemeinschaft gezogen. Der 28-Jährige sucht Abstand zu seiner langjährigen Freundin Maggie Höfner, mit der er sich immer häufiger gestritten hat. In der Männer-WG kann er endlich seinen Beziehungsproblemen entfliehen und wieder unbeschwert sein. Bäm, voll in die Fresse. Soll ich anfangen, den weinst du wieder? Mann, Jungs, ich bin am Frühstücken, ja? Lasst mich wenigstens noch zu Ende essen, bevor ihr mit eurem Futter hier durch die Gegend schmeißt. Nö. Ich wusste von Anfang an, dass ein Fehler, den Typen hier auch noch einziehen zu lassen. Ja. Ja, ist zu spät, jetzt bin ich hier. Kommt ein bisschen Schwung in die Bude. Bist du ein Scheuer? Oh, Junge! Lass die Kitzel nicht, Hast du Kitzel nicht? Ist gut. Ja, ist bestimmt Maggie, aber war schon früh dran. Weiber in der Haus und Langeweile vorprogrammiert. Klappe. Frauen sind hier leider nicht mehr. Wer bist du denn? Hi. Mensch, komm mal rein, ist doch kalt hier draußen. Jo. Auf dem kalten Flur stehen, das gibt's doch nicht. Hm? Alles gut, hier ist wärmer, ne? Hier ist wärmer. Lorenz, Malte, kommt mal her! Jetzt kommt mal her! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt schon wieder. Der lässt uns nicht frühstücken. Ist viel wärmer. Ist viel, viel wärmer. Alles klar. Ja, schau ich das mal an! Was ist das? Bist du bekloppt? Das ist ein Baby, du Schwachkopf. Ja, ich seh's. Warum ist denn hier ein Baby? Keine Ahnung, frag ihn, er hat's gefunden. Das ist dein Kind, kümmere dich darum. Ja, wie dein Kind? Ich hab kein Kind. Malte, das ist bestimmt von dir. Nein, meins ist es nicht. Komm mal mit. Komm mit, du Kleines, komm. Dein Kind, kümmere dich darum. Hier, guck, kennst du mich? Er hat's gefunden. Ich glaub's nicht, er. Wer stellt sein Kind hier in den Flur? Auch zwei Stunden später fehlt von der Mutter des Babys jede Spur. Die jungen Männer sind ratlos und zermartern sich den Kopf, wie er das kleine Mädchen vor ihrer Haustür ausgesetzt hat. Keiner der drei weiß von einer Vaterschaft. Tim hat seine Freundin Maggie zu Hilfe gerufen, denn die Jungs fühlen sich mit dem Säugling völlig überfordert. Keine Ahnung, wir müssen uns irgendwas überlegen. Es wird Maggie sein. Nimmst du den Kleinen mal kurz? Alles klar. Ja, ist das richtig so? Weißt du? Ich weiß es nicht. Wieder vor. Ja? Ja? Okay. Gesundheit. Hallo. Jungs. Ja. Hi. Was ist das? Ein Baby. Ja. Ach, danke. Ich dachte, das ist ein Stinktier. Und was macht das hier? Einer von euch Vater geworden? Also laut dem Zettel hier schon. Nur, es kann sich keiner von uns daran erinnern, sich fortgepflanzt zu haben. Na, zumindest für dich hoffe ich das, ne? Wir müssen irgendwas tun, auf jeden Fall. Ich meine, was macht man denn da? Wenn so ein vor der Tür steht, dann. Dann gehen wir zum Spezialisten. Anwalt, irgendein Amt. Es gibt doch Anlaufstellen oder nicht für Anwalt. Sowas. Was willst du denn jetzt mal, das Baby verklagen? Hast du eine bessere Idee? Nee. Also, ich bin auch dafür, dass wir gleich zum Anwalt gehen. Irgendeiner muss sich um die Kleine kümmern. Füttern, Windeln wechseln. Willst du das etwa machen? Mann, echt heavy. Von einer Sekunde zur anderen ist auf einmal ein Baby da. Ich meine, ich bin selber noch ein Kind. Ich kann mich um das nicht kümmern. Und was mich angeht, ich habe eine Freundin und meins ist es definitiv nicht. Also ich glaube ja, irgendeiner will uns hier verarschen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Jetzt ist die Kleine schon zwei Stunden hier und nichts ist passiert. Das geht ja auch nicht. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Bereits eine Stunde später haben Tim, Maggie, Malte und Lorenz einen Termin bei Rechtsanwalt Bernd Römer. Der Jurist nimmt sich sofort Zeit für seine hilflosen Mandanten. Denn so eine Geschichte hat er trotz jahrelanger Berufserfahrung noch nie gehört. Moment, das heißt, auf dem Zettel, der war an niemanden von Ihnen adressiert? Nee, da stand einfach nur drauf, das ist dein Kind, kümmere dich drum. Hm. Und Sie haben keine Anhaltspunkte davon, niemand von Ihnen, wer da möglicherweise als Vater dieses Kindes in Betracht kommen könnte? Nee. Nein. Nö. Ja,
Ja, was schauen Sie mich denn jetzt so an? Wenn ich ein Kind geboren hätte, das wüsste ich ja wohl. Ja, das hoffe ich zumindest mal. Aber was machen wir denn jetzt? Wir wissen ja wirklich gar nicht, was die Kleine bei uns soll. Das ist absolut richtig. Also, wir müssen jetzt das Jugendamt einschalten. Sie gehen zum Jugendamt und erklären da die Situation, ganz einfach. Wenn von Ihnen drei niemand der Vater ist, dann gibt es ja einen anderen Vater. Wissen Sie, ob der nach dem Kind sucht? Wir wissen das ja überhaupt nicht. Vielleicht sucht die Polizei auch schon danach. Das Jugendamt kümmert sich darum, das organisiert das, das organisiert eine Pflegefamilie für das Kind. Und Sie sind die Verantwortung dann los und Sie sind aus dem Schneider. Und das halte ich für richtig so. Ja, ja, aber ich meine, Jugendamt, ist das echt nötig? Maggie, er ist der Anwalt, der wird schon wissen, was er sagt. Genau, wenn's der Anwalt sagt, dann machen wir das auch so. Nach ihrem Besuch beim Anwalt machen sich die vier sofort auf den Weg zum Berliner Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg. Doch kurz bevor sie das Büro der zuständigen Mitarbeiterin Daria Zernak betreten, hat Maggie plötzlich doch einen Einwand. Wartet mal. Was denn jetzt noch? Sollten wir da jetzt wirklich so als Riesenhaufen mit dem Baby im Schlepptau rein? Ich weiß nicht. Wieso? Dann wissen die gleich, worum es geht. Ach, keine Ahnung, ist so ein Gefühl. Können ja erstmal allgemein fragen, was man in unserer Situation machen kann. Und dann können wir immer noch gucken, wo die Kleine bleibt. Nachher gehen die gleich ins Heim und dann? Ja, mein Gott, mir ist es egal. Wir fragen halt erstmal nur wir beide, was wir machen. Genau, und ihr nehmt so lange die Kleine. Dass sie nicht ganz so überrumpelt werden. Okay. Klopf, klopf. Sehr witzig. Kommen Sie bitte rein. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Ich habe nur eine ganz theoretische Frage für ein Uni-Projekt. Ein Uni-Projekt? So, so. Also, angenommen, ich komme morgens aus der Wohnung und da liegt ein Baby vor der Haustür. Nur rein hypothetisch jetzt. Und das Baby ist nicht von mir. Ich weiß noch nicht, zu wem es gehört. An wen wende ich mich da? Oder würde ich mich dann wenden? Also ganz ehrlich, für ein Uni-Projekt habe ich keine Zeit. Sie sehen doch, was hier zu tun ist, ja? Also entweder Sie haben bei mir was zu melden oder Sie wollen was beantragen. Dann helfe ich Ihnen gerne weiter. Ansonsten stehlen Sie mir bitte nicht meine Zeit. Tim, die ist furchtbar. Können wir den Krümel nicht bei so einem Drachen lassen? Das gibt irgendeine Erklärung, warum die bei euch vor der Tür gelandet ist. Wir finden da so raus. Das werde ich noch bereuen. Also, wie sieht's aus? Kann ich Ihnen helfen? Ab. Nein, danke. Nee, danke. Entschuldigen Sie die Störung und lassen Sie sich Ihren Kaffee schmecken. Maggie kümmert sich gerne um das Baby. Die 28-Jährige wünscht sich schon lange selbst ein Kind mit Tim. Ihr unerfüllter Kinderwunsch ist Grund für die Spannungen zwischen dem eigentlich so glücklichen Paar. Als sie Maltes Freundin Sonja und Lorenz Freundin Valerie vor der WG treffen, geraten sie in Erklärungsnot. Was schiebt ihr denn hier mit euch rum? Ja, sag mir. Hey, Guys. Wie war dein Tag, Schatz? Wie der Tag? Das ist gerade mal mittags. Ah, ach so. Aha. Ja. Ist es euer Pflegekind? Mm-mm. Nee, nicht unseres. Es ist kein Pflegekind und ist auch gar nicht von uns beiden. Nee. Nee. Ah, okay. Nee, aber von wem ist es denn dann? Von irgendwo müsst ihr es ja herhaben, oder? Habt ihr es etwa gestohlen? Gestohlen? Ist doch nicht gestohlen. So ein Blödsinn. Maggie, sag du doch mal was dazu. Ja. Was ist hier los? Wie soll ich das jetzt erklären? Das ist eine lange Geschichte. Ach so, die Geschichte. Ah, na? Das ist ganz aufklären. Also, ein Kumpel von mir ist gerade in der Stadt. Mhm. Und der hat geschäftlich zu tun. Und der hat es uns gegeben, damit wir halt drauf aufpassen, Babysitten tun. Sicher, ein Kumpel von dir. Das wüsste ich ja, oder? Das habe ich von mir gesagt. Mhm. Das ist nicht von mir, der Kumpel, sondern? Von dem Lorenz. Mhm. Ja, ein Kumpel von mir, ein Schulfreund von mir, der ist zu Besuch, aber den kennt ihr auch nicht. Ja. Mhm. Ich kenne ihn auch nicht. Und wie heißt die Kleine? Oder ist sie ein Junge? Oder? Ah, das ist ein Mädchen. Und also definitiv ein Mädchen, das sieht man doch. Und Pipilotta heißt sie. Pipilotta? Ja, der Kumpel von mir. Der ist ein bisschen abgedreht und wir müssen dann noch weiter in den Wechsel. Ja, dann. So, dann ja. Tschüss, ne? Ciao. Na komm, gehen wir jetzt hinterher. Die
Die erste Nacht mit Baby ist überstanden. Maggie hat in der Wohngemeinschaft übernachtet und den Jungs unter die Arme gegriffen. Doch auch am nächsten Morgen hat sich die Mutter des Kindes noch immer nicht gemeldet. Und die vier haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Okay, okay. Jetzt zieht gerade so ein Geruch zu mir hoch. Ich glaube, Pippi Lotta hat wieder einen abgeseilt. Pippi Lotta. Mit dem Namen komme ich immer noch nicht klar. Was Bescheuerteres hätte dir nicht einfallen können, oder? Hey, hallo? Das ging Pippi Langstrumpf. Hallo? Irgendwie müssen wir sie ja nennen. Okay, wir hätten sie auch Prinzessin Leia nennen können. Prinzessin Leia, warum denn nicht gleich Prinzessin Lillifee? Leute, eure Diskussion ist ja echt voll interessant und anregend, aber hier stinkt's echt. Also, hier, ich brauche mal Windeln, irgendwas zum Saubermachen. Nimm doch das Zeug. Wofür waren die jetzt nochmal? Für das Gesicht oder für den Po? Ist doch egal, wenn du nicht beides mit demselben machst. Oh, super, wer stört denn jetzt? Warte, ich geh schon. Ich geh schon. Schon mal. Ist cool. Fuck. Leute, das ist der Anwalt von gestern. Der Anwalt? Scheiße. Kacke, ey, was will der denn hier? Rüber in die Küche. Ja, ich komme gleich. Alles weg. Ja, nur noch Tücher anziehen. Hi. Störe ich? Nee. Hi. Gut. Alles gut. Ja, grüße Sie. Wie geht's denn? Alles gut. Hallo. Hallo. Ihnen auch, hoffentlich. Ja, ja, ja. Ich war zufällig in der Gegend und dachte, ach ja. Mensch, schaue ich doch mal bei der Männer-WG vorbei. Oh. Einfach hier bei uns. Genau. Nein, ich wollte einfach nur mal wissen, wie es gestern gelaufen ist. Der Fall ist ja doch ganz spannend, muss ich sagen. Und ich fand den ganz außergewöhnlich. Und dann wollte ich eben einfach fragen, kann ich noch irgendwas für Sie tun? Und wie war es beim Jugendamt? Nee, ist alles super, alles safe, abgehakt. Alles wieder in trockenen Tüchern soweit. Ja, denn ich meine, es ist eine tolle WG-Bude, das muss ich ja sagen. Also die gefällt mir wirklich sehr gut. Aber für ein Kleinkind, ist natürlich in der Pflegefamilie besser aufgehoben. Ne? Auf jeden Fall. Also wir würden echt gerne noch plaudern, aber wir müssen jetzt noch einkaufen gehen, ne? Werden Sie noch kennen von früher. Schade. Vorräte und sowas. Vorräte, also Bier kaufen. Genau, unter anderem. Ja, das kenne ich. Na ja, gut, dann will ich nicht weiter stören und okay. Ja, dann. War nett, Sie zu sehen, ja, auf jeden Fall. Auf dem Weg, ne? Danke nochmal. Gut. Ich bringe Sie noch zur Tür. Geht schon, danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Dann. Den ganzen Tag haben die jungen Männer vergebens gehofft, dass sich die Kindesmutter endlich meldet. Und so bereitet das Baby ihnen eine weitere schlaflose Nacht. Alter, was ist denn los hier? Hörst du doch, die Kleine hört einfach nicht auf zu weinen. Und mir bluten die Ohren. Aber jetzt, wo du gerade da bist, danke schön. Vergnüge dich mit dir. Hey Jungs, was ist das für ein Krach, Mann? Ich muss morgen früh raus. Bei der Lautstärke kann man sich echt einen Feuermelder sparen. Klar, aber nicht so dumm rum. Nimm du so mal, komm. Ich hör's wieder bei dir. Was? Ja. Was hat die Kleine denn? Hat die Hunger oder was? Ich hab ihr vor einer Stunde eine Flasche gegeben, die müsste eigentlich satt sein. Aber jetzt mal ehrlich, ich verstehe nicht, warum sie immer noch bei uns ist. Ich meine, sie ist zwar süß, aber wir hätten sie einfach beim Jugendamt abgeben sollen. Ja, wir sollten vielleicht echt am besten direkt morgen zum Amt ganz früh. Quatsch doch nicht. Wir waren zwar einig, dass wir Pippi Lotta nicht einfach abschieben. Gib mir hier die Kleine. Warum hast du ihn so? Ist jetzt nicht dein Ernst. Da sieht man mal Frauenpower. Ich hätte nicht gedacht, dass die Stille so schön ist. Ich denke, jedes Mal, wenn du aufhörst zu quatschen, Malte. Jungs, hört doch mal zu. Ja, wir müssen was ändern, okay. Und wir müssen was unternehmen, aber wir laden die Kleine nicht beim Jugendamt ab, okay? Okay, meinetwegen. Aber nur, wenn du versprichst, dass du nachts auf die Kleine aufpasst. Ja, weil ist okay. Ich brauche echt meinen Schönheitsschlaf. Ja. Typisch Mann. Weg des geringsten Widerstands gehen und weg mit der Kleinen. Bin mir gar nicht so sicher, ob nicht doch einer von den Jungs eine Leiche im Keller hat und vielleicht doch der Vater von Pippi Lotta ist. Möglicherweise sogar, ohne es zu wissen.
Am nächsten Morgen ist Bernd Römer in aller Frühe auf dem Weg in die Wohngemeinschaft. Der Rechtsanwalt weiß inzwischen, dass seine Mandanten ihn angelogen haben. Tim und Lorenz wollen gerade mit dem vor knapp 24 Stunden ausgesetzten Baby zu einem Spaziergang aufbrechen, als der Anwalt ihnen im Hof über den Weg läuft. Hallo. Hallo. Auch wieder hallo, ganz, hallo. Ganz zufällig hier. Ja, diesmal ehrlich gesagt nicht ganz so zufällig, würde ich sagen. Und was ist das? Gehen Sie einkaufen? Oder wird so Bier transportiert in AWG momentan? Oder ist das? Ach, das gibt's doch nicht. Ich meine, die Kinder sehen ja immer gleich aus in dem Alter. Aber ich könnte schwören, genau dieses Kind war schon mal bei mir im Büro. Ja, verrückt, nicht? Verrückt. Ja, ja, auf einmal ist sie wieder da. Also, das, Lassen Sie es gut sein. Ich habe mich beim Jugendamt informiert. Mir kam das Ganze nicht geheuer vor. Es geht hier immer nur um ein kleines Kind. Das haben Sie uns da angeschwärzt, oder was? Nein, es gibt ja eine Verschwiegenheitspflicht. Natürlich habe ich das nicht getan. Aber nach ein paar Fragen war mir völlig klar, dass Sie niemals die Kleine, wie heißt sie eigentlich? Pippi Lotta heißt sie bei uns. Pippi Lotta. Ja. Das ist Ihre Welt, ne? Also, dass Sie diese Kleine im Jugendamt nie abgeliefert haben. Und jetzt frage ich mich, was ist eigentlich in Sie gefahren? Das ist doch eine total hirnrissige Aktion, was Sie hier veranstalten. Wir waren doch da. Wir waren ja im Jugendamt, meine Freundin und ich, bei dieser Sachbearbeiterin. Ein totaler Drachen war das. Und das Gespräch, das verlief so mies und ohne jeden Erfolg. Da haben wir uns gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen. Dass wir das anders regeln. Jetzt bin ich gespannt. Also Sie wollen das anders lösen. Dann haben Sie einen Masterplan, oder? Dann lassen Sie mal hören. Oder ist Ihnen mittlerweile eingefallen, wer von Ihnen vielleicht der Kindsvater sein könnte oder auch nicht? Nein, weder noch, leider. Wir haben ein paar Ex-Freundinnen angerufen, aber das brachte auch keine Erklärung. Gut, aber die Liste ist ja noch lang, nehme ich an. So, also so geht's nicht weiter, das ist doch klar, oder? Auf Dauer kann man so nicht leben, das geht nicht. Wir können uns nicht weiter durchwurschteln. Also, was wir brauchen, ist jetzt Ordnung in das Ganze bringen. Wir brauchen eine Vaterschaftsfeststellung, wir brauchen einen Vaterschaftstest. Aber was machen wir denn bis dahin mit ihr? Passen Sie auf. Rechtlich gesehen, das ist doch ein Findelkind. Wir wissen nicht, wer die Mutter ist. Wir wissen nicht, wer der Vater ist. Wir wissen überhaupt nichts über das Kind. Das heißt, wir müssen zum Jugendamt gehen. Das Jugendamt hat die Vormundschaft zu übernehmen. Sie machen sich möglicherweise strafbar, das muss ich Ihnen auch ganz klar sagen, wegen Entziehung Minderjähriger. Sie wissen noch gar nicht, was mit den Eltern ist. Vielleicht gibt es die Eltern und die suchen nach dem Kind. Wissen Sie das? Sie nehmen bedingt vorsätzlich im Kauf, dass es den Eltern vorenthalten wird. Also. Trotz der erneuten Aufforderung ihres Anwalts haben die jungen Männer auch am Nachmittag noch immer keinen Kontakt zum Jugendamt aufgenommen. Sie wollen sich nach wie vor lieber selbst um das kleine Baby kümmern, bis sich die Kindsmutter meldet. Das hört man noch kaum. Hat's Kopfhörereinschluss? Ach, süß ist sie ja schon, ne? Ja, und hungrig. Sie hat eben wieder dieses Geräusch gemacht. Ich weiß, was du meinst. Dieses. Alter. Was denn? Ich meine, guck mal. Sie gefällt's. Anscheinend nicht. Okay, Männer, an die Arbeit. Lorenz, Breichen aufwärmen. Ja. Malte, Plätzchen holen. Alles klar. Wird gemacht, Chef. Auch wenn weder Tim noch Malte und Lorenz glauben, der Vater des Mädchens zu sein, fühlen sie sich immer wohler in ihrer Rolle als Ersatzpapi. Pippi Lotta ist ihnen richtig ans Herz gewachsen. Die jungen Männer kümmern sich liebevoll um das kleine Findelkind. Und so langsam wissen sie auch, was dem Baby gefällt. Also ich habe mir echt nie viel aus Babys gemacht. Und die Kleine ist schon echt mega süß. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass man sich schnell daran gewöhnt. Aber Sonja wird langsam misstrauisch und die denkt, ey, ich habe damit was zu tun.